Noch keine Abschlussmöglichkeit. Jetzt Kavlan. Legt nochmal zurück auf Prokop. Prokop schickt hier Monchal Abschluss, Tor 1:0. Schönste herausgespielte Aktion in der Partie bislang. Und in Minute 27 ist es ja also soweit. Der Bann ist gebrochen. Der erste Treffer in dieser Partie für die Veilchen. Christoph Monscheid mit dem Treffer. Über mehrere Stationen zirkuliert hier der Ball. Schön rausgespielte Aktion, freigespielt, Ball in die Tiefe nach vorne zu Christoph Monschein und der schließt mit links ab. Wir schauen uns nochmals die Lupe an. Kavlan legt nochmal zurück hier auf Dominik Prokop. Prokop da mit dem Zuspiel, da lässt eben Monschein prallen, wieder für Prokop, herrlicher Doppelpass und Dominik Prokop sofort schließt er ab mit links. Scharfer Schuss, halb hoch ins linke Kurzeck und es steht 1:0. Für die Veilchen. Adel auf Fitz. Ah, zweite Möglichkeit für Fitz. Abschluss mit rechts. An die Stange. Nachschuss. Tor. 2:0 für die Veilchen. Wieder trifft Christoph Monschein. 41. Spielminute. Aber mehr als die Hälfte dieses Tores gehören natürlich Dominik Fitz, der die Stange trifft und dann staubt Christoph Monschein. Christoph Monschein staubt dann staubtrocken sozusagen ab zum 2:0 für die Austria. Auch diese Szene haben wir für euch nochmals in der Zeitlupe. Da kommt der Ball Richtung 16er Linie zu Dominik Fitz. Der richtet sich den Ball gar nicht her, fast auf dem Stand. Der Abschluss mit rechts an die linke Stange und da steht Christoph Monscheid dort, wo ein Stürmer stehen soll und schiebt eiskalt ein in Minute 41 zum 2:0. Monschein, Abschlussmöglichkeit mit links, Monschein, Tor, dritter Treffer, das schönste Tor von Christoph Monschein, 45. Spielminute, es steht 3:0 für die Veilchen, diesmal trifft er mit links, halb hoch ins linke Eck, ein lupenreiner Hattrick für unsere Nummer 14, Christoph Monschein, auch diesen schönen Treffer von Christoph Monschein schauen wir uns noch einmal an. Zieht er ab mit links, keine Chance für den Torhüter. Der Ball geht ja halb hoch ins linke lange Eck. Keine Chance für den Torhüter des SV Gafflens. Also da gibt es schon viele, viele Möglichkeiten. Fitz mit dem Pass in die Tiefe, Möglichkeit zum Tor und da ist es. Manfred Zakaria, 65. Spielminute. Es steht 4:0 für die Veilchen. Also für die Austria. Und wir schauen nochmal auf diesen Treffer. Von der Mittellinie kommt der Pass nach vorne in die Spitze. Dann ist Zakan Serbes kurz dran. Dann Fitz und Fitz mit dem Pass in die Tiefe. Zwischen der Innenverteidigung hindurch gespielt. Flaches Zuspiel in die Tiefe. Und Manfred Mani Zakaria lässt sich diese Chance nicht entgehen und schiebt ein zum 4:0. Grünwald übers Zentrum, rechts über Serbes. Geht da noch was? Serbes nach vorne. Zakaria auf Grünwald, Grünwald rechts auf Fitz, schön gespielt, das muss das Tor sein, Fitz, jawohl! Herrlich herausgespielte Aktion, 91. Spielminute, 5. Treffer für die Veilchen, 5:0, aus der eigenen Spielhälfte heraus, sehr schöne Aktion über mehrere Stationen, über Alex Grünwald, dann geht der Ball rechts raus auf Dominik Fitz und der fackelt nicht lange und schließt ab mit rechts zum 5:0 und das ist auch der Endstand. Wir sehen nochmal diese Aktion. Grünwald wird da nochmal angespielt und dann der Pass zwischen den beiden Innenverteidigern hindurch in die Tiefe und Dominik Fitz mit der Direktabnahme halb hoch rechts ins Eck. Ja, vor 10 Jahren im Juni zum 40-Jahre-Jubiläum ist die Partie 5:1 ausgegangen für die Austria und heute eben 5:0 gibt es keinen Ehrentreffer für die Gafflenzer, 50 Jahre SV Harreiter Gafflenz. Im Namen des FK Austria Wien gratulieren wir auch nochmal recht herzlich zu diesem 50-jährigen Bestandsjubiläum. Der Test heute war sehr wichtig, da wir auch jetzt circa wissen, was uns nächste Woche erwarten wird. Wobei das nochmal ein ganz anderes Spiel wird, weil
im Cup werden die Gegner nochmal motivierter sein. Also wissen wir jetzt schon, dass wir nächste Woche mit 100% spielen müssen. Ja, für mich war es zum ersten Mal halt in der Kampfmannschaft und da merkt man schon, da fehlt noch, also bin noch nicht so drin. Also es fehlt noch ein bisschen was, aber es war einmal cool zum Innerschnuppern und es wird so weitergehen.